Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 23.6. Dienstag? Ja doch. Dienstag, den 23.06.2020. Und unser DAX, der klemmt hier noch hinter den Gittern fest, der steckt in seiner Range der Vortage drin. Wie so ein kleiner Affe, hampelt er da hin und her. Ja. Das hätte ein anderer Tag werden können, auch durchaus. Also vom Start her kam er gut rein. Ne? Also wir haben auch drüber gesprochen, Wochenendindikation, was das, was Freitag nachbörslich war. In der Nacht waren wir unten an der 12.000 schon gewesen. Das ist eine gute Vorlage. Also er war hier. Ne? Ist von hier ist er komplett wieder nach oben gezogen. Das heißt, er hat eigentlich eine gute Chance gehabt, unten Ausbruch zu machen, hat die aber nicht genutzt, überhaupt nicht genutzt und ist nach oben durchgestiegen. Wir hatten gesagt, sollte der DAX hier ja grundsätzlich das Niveau relativ zügig wieder erreichen oder gar mit Aufwärtscap reinkommen oder auf jeden Fall nicht so schwach reinkommen, wie er Freitagabend rausgegangen ist, haben wir gesagt, sollte man auf jeden Fall aufpassen, weil er sich dann echt Überraschungsmomentum nach oben holen kann und das auch ein bullischer Konter tatsächlich wäre. Und das ist es auch geworden. Aber wenn man jetzt sagen muss, das, was er draus gemacht hat, schön ist es nicht geworden. Ich war ein bisschen verwundert. Wir haben relativ viele geschrieben: Mensch, Martin, danke. Und deine Marke ist so schön alles gelaufen. Ich weiß nicht, also ich selber fand die Marken ja, aber so vom Ablauf, wie er die Marken genommen hat, naja, hätte man auch anders machen können. Also das passt auch. Sie sehen es hier: die Analyse so irgendwie mittendrin und auch gar nicht. Ja, das war zumindest hat er das nicht aufgenommen, was wir gesagt haben. Das Einzige, was er genutzt hat, ist letztendlich dieses Überraschungsmomentum nach oben und jetzt auch den Tagesschluss. Hier hat man ja eher das so ein bisschen als Warnsignal noch mitgenommen. Ne? Wenn der Tagesschluss, vielleicht fangen wir dort einfach mal an, wenn der Tagesschluss jetzt hier drüber geht, über die vorherigen Kerzen, über die Tagesschlusskurse und so weiter, sollte man aufpassen, weil das dann nach oben richtig knallen kann. Und da stehen wir nur. So, jetzt habe ich nicht großartig Grund, daran was zu ändern, wenn wir gestern gesagt haben, das ist so, das ist auch weiterhin so. Rücken wir bloß noch ein bisschen, das kommt langsam hier ganz schön auf das Ding zurecht. Und dann sehen Sie auch nochmal, worauf der hier so rumhampelt und wovon er sich jetzt abgestoßen hat. Wir haben jetzt auf der mittleren Bollinger Band und der 200-Tage-Linie von oben 5 Tage lang drauf rumgeackert. Wir stellen jetzt eine markante grüne Tageskerze von weg. Das heißt, im Grunde genommen bekommen wir zum Dienstag jetzt eigentlich einen Freifahrtschein oben raus. Na, also eine bessere Vorlage wird er nicht kriegen. Das muss man so sagen, wie es ist. Das heißt, oben raus, Augen zu und durch, kann der DAX richtig losrennen. Das kann ein richtiger Trendtag werden. Ich sehe hier oben offene Gaps. Halt, das ist keins. Hier oben haben wir noch ein Gap bei 9,25. Hier war ja der Tagesschluss hier unten. Dann gab es einen Aufwärtsgap, dann runter. Das passt. Wir haben weiterhin den Long-Trigger hier über den Hochs, über den letzten Hochs. Das geht schon bei 4,35 eigentlich, geht schon der erste kleine Long-Trigger um. Der bestätigt sich dann bei 4,70 nochmal, 4,80 nochmal und dann geht es immer weiter nach oben. Wir haben bei 500 noch ein offenes Gap, was geschlossen werden kann. Dann die 5,60, dann die 6,40, dann die 800, 8,50, 9,25 und dann 13.000. Alles erreichbar zum Dienstag. Muss man so sagen, ist auch so. Sind jetzt nur 600 Punkte nach oben. Vielleicht macht er 100 Punkte schon per Gap, eröffnet um 4,35. Das wird es ihm einfacher machen. Dann würden alle auf Gap Close schon wieder shorten und der könnte sich. Au, ah, gegen die Tischkante getreten. Der könnte, ja, könnte dann 4,35, könnte gut nach oben. Oh, voll hier gegen das Tischbein getreten. 4,35 könnt ihr nach oben durchziehen. Ja, das müssen wir so sagen. Das ist auch einfach so. Das bleibt doch weiter so. Wir müssen jetzt aber auch auf der anderen Seite ein bisschen im Blick behalten, denn das, was wir jetzt am Vortag gesagt haben, was ja eigentlich auch ganz gut geklappt hat, ne, dieses Überraschungsmomentum nach hinten ausspielen, da rechnen alle damit, dass er tiefer kommt, eine gewisse Erwartungshaltung unten raus. Wenn er dann hochdrückt, sollte man aufpassen, dass er weit ziehen kann. Das hat er ja im Grunde sogar auch geschafft. Sollte der jetzt, das ist eine super Vorlage nach oben, will ich sagen, sollte der das nicht verwandeln und nach unten drücken, beispielsweise sogar unter 12,270 eröffnen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber wenn das so kommt, wäre das auf jeden Fall dann ein Trigger nach unten halt. Ne? Nach unten wieder Richtung 270 und tief, nee, wenn er unter 270 aufmacht, Trigger Richtung 1,80. Die 1,80 wäre dann dort erstmal so ein erster Anlaufpunkt und darunter gäbe es dann wieder Anlaufpunkte bei 12.000 und tiefer. Das heißt, wir können hier, machen wir jetzt einen Short-Trigger raus, auch wenn er hier momentan halt echt ein bisschen mistig hin und her fuchtelt.
ist halt eine Range halt, ne? Steckt immer noch in dem Dienstag. Die Dienstagsspanne zwischen hier, was war das, so 1,30 und 200 oder 4,35, das ist nach wie vor, bestimmt uns das schon seit der letzten Woche. Kommt da einfach nicht weg von halt, ne? Immer wieder halt. Immer wieder von oben nach unten durchgedrückt, von unten, von oben nach unten durchgedrückt, von unten nach oben durchgedrückt, immer wieder die gleiche Soße. Also, wir nehmen den nochmal mit, setzen hier vielleicht einen Short Trigger auch dran, geht da unten durch, geht da unten aus der Range raus, wird den Range-Bruch aktivieren, dann runter, dann diesmal aber nicht mehr so weit hoch. Pullback an die Zone und ab die Luzi, dann auch unter 11.900 durch. Dafür hat er jetzt ein bisschen mehr Anlauf, das passt dann. So, das heißt, wir können da unten die Pfeile rauslöschen. Können den einen noch mit rüberziehen und rausnehmen. Weg damit. Oben. Wie machen wir es? Also im Grunde. Tja, muss eigentlich nicht. Das ist so eine gute Vorlage. Wär schon echt peinlich, wenn das nicht gebraten kriegt. Aber so über 35. Über 4,35. Ich würde schon sagen: Gap Close 500, dann die 560. Das ist gut drin, dann müssen wir hier so einen Rücklauf einplanen, 560 bis vielleicht, sagen wir 600, hier so in der Mitte von diesem Geschiebe hier, so eine Volume Area. So, dann Pullback von oben auf die Zone nochmal denkbar, 450, 435 und ab die Post Richtung 800, 925, alles schon zum Dienstag möglich und noch viel weiter halt. Na, also wir haben hier noch einen markanten Punkt, dann um die 750 rum, muss man ein bisschen im Blick behalten. Ja, auch die 690, die 650, das sind schon kleine Knackpunkte, also er wird wahrscheinlich oben raus dann nicht zu einfach werden, immer mal wieder komisch zurücksetzen, sodass sie denken, ach Mensch, jetzt fällt er aber endlich zurück, jetzt muss ich Short rein und genau dann wird er nach oben drehen, neues hochsetzen, dann sagen sie, ach Mist. So, dann fällt er wieder von nächsten Niveau, fällt er wieder ein bisschen nach unten und sie denken sich, ja, jetzt aber, probier ich nochmal, noch ein letzter Short heute. Und was macht er? Dreht wieder nach oben und stoppt sie aus. So, dann zieht er wieder am nächsten Niveau nach unten und sie sagen sich, ah, komm, jetzt aber, meine Chance, letzter Short für heute. Obwohl es ja schon der viertletzte Short war. Und dann stoppt er sie wieder aus. Also, das will ich eigentlich sagen, das kann hier oben schön kommen. Ne? Dafür hat er jetzt schön den Platz. Das sind markante Niveaus, die werden immer mal zucken, aber nichts jetzt eigentlich, was dann einen Trend zum Umkippen bringen kann. Ne? Also das ist eigentlich hier. Wenn er hier das gebrochen kriegt, das hat er mehr Macht. Hier oben, es wird halt schwieriger, ne? Weil man muss immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Er hat jetzt so lange seitwärts geschoben, in der Regel schiebt er dann auch so lange eine Trendbewegung raus. Das heißt, mindestens. Also wenn er einen Ausbruch bringt, also dann müsste es halt oben echt ein krasser Fehlausbruch werden mit direktem Schlag runter. Also so an die 500 zum Beispiel dran. Ne? Einfach nur das Gap zumachen und dann richtig nach unten wieder in die Range reinzimmern. Stundenschluss unter 4,35, nachdem er an der 500 war. Und dann können sie sagen, okay, das wird ein Fehlausbruch. Ne? Und dann zieht er auch wieder nach unten durch. Aber alles andere, wenn er ruhig sich einfach drüber legt, das wird eher typischer Dienstag dann. Ja. Von daher, wir gucken uns mal an, was wir kriegen, was wir kommen, aber Vorlage ist nach oben gesetzt, jetzt schauen wir uns an, was er draus macht, Platz bis 500 sollten wir einplanen, wie gesagt, das Gap hier einfach mal noch zumachen, hätte auch schon viel gekonnt, ich weiß gar nicht, wo lag hier der Xetra-Schluss, das ist die 17 Uhr Kerze, das heißt, der Xetra-Schluss liegt ein bisschen darüber, das heißt, da ist noch ein offenes Xetra-Gap, 5,50 rum, ne, vielleicht 5,60, dann gucken wir uns das mal an. Vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir die 5,60 mit reinnehmen. Und dann muss man gucken, macht dann Pullback und dreht sich wieder nach oben auf, super Long Chance Richtung 9,25 sogar und 13.000. Und macht er den Pullback hier unten kaputt und geht wieder rein, dann könnten nochmal die Fehlausbruchschance oben kommen, aber wir gucken es uns an, wir lassen reinkommen. Rest können wir dann akut über die Updates auch mitverteilen, zumindest die dann auch kriegen. Weil ich weiß halt nicht, was kommt halt. Ne? Ich habe halt Glaskugeln geradeaus. Sonst könnte ich es Ihnen ein bisschen präziser machen. Ich muss auch erst gucken, wie er umgeht, was er macht halt. Ne? Das ist mir jetzt auch ein bisschen. Der ist mir zum Montag zu komisch gelaufen. Also hätte den anders kommen sehen. Gut, Freunde. Also ich mache aus. Ich denke, Sie haben die wichtigen
Punkte im Blick. Ne? Das sind die 435, das ist unten die 200. Drüber lang, drunter Shorts, so könnte man rangehen, dazwischen seitwärts. Und da gucken wir mal, was er macht. Na, lassen wir uns überraschen. Aber Chancen stehen nach oben, deswegen erstmal im Zweifel long. Na, und Überraschungsmomentum, aber wenn er hier unter 3,37 abtaucht, auch wahrnehmen bitte. Und im Hinterkopf behalten. Ne? Sowas, das kann, wenn der Markt eine klare Bestimmung hat und er arbeitet voll in die andere Richtung, das ist super gut, weil das ganze Sentiment dann den ganzen Tag dagegen arbeitet. Das sind schöne Trendtage dann einfach halt. Ne? Das wird er aber auch hinkriegen, wenn er einen Aufwärtsgap über 4,35 macht. Ich glaube das auch. Da packen viele Short rein. Und das wird dann bestimmt nichts. Genau dann macht er den Ausbruch. Werden dann ganz viele sagen, ah, ist die ganze Zeit immer bei 400 nach unten gedreht. Jetzt lege ich mal Short rein. Na, und genau dann, auch das Ding. Also, wir gucken. Ich wünsche ihm viel Erfolg. Drücke ihm die Daumen, dass sie gut was rauskriegen. Und dann, ja, gucken wir mal, was das morgen wird. Das ist mir jetzt Stand hier. Eher im Zweifel sogar long. Aber ich will ihn sehen. Ich will ihn starten sehen. Ich will auch die ersten 1-2 Stunden erstmal angucken. Und dann sind wir, denke ich, schlau. Gut, alles klar. Tschüss.